Hallo, ich bin's wieder, euer Max vom Autohaus Renk-Weindl. Und ich stelle euch hier zwei richtige Kraftprotze vor. Wir haben hier fast 500 PS. Zum einen haben wir hier den Hyundai Kona N, aber heute geht es um den i20N. Dann schauen wir uns den i20N mal von außen an. Also man sieht einfach, das Bodykit, das Hyundai hier an den i20N gemacht hat, ist brachial, es ist auffällig. Angefangen vorne bei der Stoßstange. Hier haben wir einen riesen Kühlergrill. Links und rechts um die Nebelscheinwerfer nochmal Lüftungseinlässe. Die Frontlippe hat rote Akzente, die sich auch an den Seitenschwellern nach hinten weiterziehen. Dann hat er 18 Zoll Alufelgen im N-Design. Hier in Anthrazit, matt, was wirklich Bombe aussieht. Und hinter den Felgen ist die Riesenbremsanlage, die das Auto wirklich schnell zum Stehen bringt, als ob man einen Anker wirft. Und am Heck geht auch noch so einiges ab. Da haben die Hyundai Designer sich echt ausgetobt. Ein Riesendiffusor, der wirklich gut auffällt. Spoiler hinten drauf, der bei 230 dann auch wirklich Downforce bietet, dass das Auto Grip hat ohne Ende. Was außen schon brachial anfängt, wird innen weitergeführt mit dem N-Lenkrad. Eigentlich bekannt aus dem i30N, die N-Taste. Und wenn man die drückt, dann ist Feuer im Kessel. Und was es hier dann auch noch alles gibt, wir haben hier Sitzheizung, wir haben ein 10 Zoll Navigationssystem, wir haben ein 10 Zoll digitales Display, wir haben fast alle Assistenzsysteme, die Hyundai zu bieten hat, Spurhalteassistent, Abstandshaltetempomat mit dabei, wir haben einen Lichtsensor, wir haben einen Regensensor, wir haben eine Rückfahrkamera, Totwinkelwarner beim Abbiegen, also egal wie ihr unterwegs seid, das Auto schützt euch in allen Lebenslagen. Und apropos schützen, wir haben auch an der Vorderachse ein Sperrdifferential mit ESP gekoppelt, dass man wirklich um jede Kurve rumkommt, egal was passiert. Wenn ihr mal richtig schnell gehen wollt, hilft das Sperrdifferential richtig geil aus den Kurven rauszukommen. So, jetzt haben wir das Auto von außen gesehen, wir haben das Auto von innen gesehen, aber was uns ja eigentlich alle interessiert, ist die Performance von dem Auto und einen kleinen Vorgeschmack, was das Auto kann, das zeigen wir euch jetzt. So, jetzt sind wir von unserer kleinen Ausfahrt zurück und ich würde sagen, wir reden mal noch kurz über den Motor und dann über den Preis. Hier haben wir einen 1,6 Liter Motor, Turbo aufgeladen, der sage und schreibe 204 PS bringt. Also wirklich eine Taschenrakete, die ihresgleichen sucht. Von 0 auf 100 schafft das in 6,7 Sekunden. Und ein Topspeed von 230 km/h schafft er auch, also selbst auf der Autobahn könnte man schon als Porsche-Jäger bezeichnen. Und jetzt natürlich die wichtigste Frage, was kostet das gute Ding? Wir haben hier den i20N Performance zu erkennen an dieser echt geilen blauen Lackierung. Den kriegen wir ab 26.999 Euro Listenpreis. Und die Basisversion, der normale i20, der trotzdem den gleichen Motor auch hat, den gibt es ab 24.999 Euro Liste. Also ich würde sagen, ein echt geiles Auto. Falls es euch interessiert, kommt vorbei, lasst euch ein persönliches Angebot machen. Unsere Verkäufer sind bereit und freuen sich auf euch. Ich drehe dann nochmal eine Runde und wir sehen uns.